in der Nacht, was geht ab hier? Stefan Lambl ist wieder mal hier mit einem Erklärvideo zum Saxophonspielen. Wie spielt man am besten Tenor- oder Altsaxophon? Da seid ihr bei mir richtig. Und jetzt dann gleich anschließend was ganz Spezielles, nämlich über High Notes, über Flageolett-Töne. Also für die etwas geübteren Spieler, über Siebenbrücken musst du gehen. Da ist dieses legendäre Solo drin von Mick Taylor, dem damaligen Saxophonisten von Peter Maffay. Ich habe das transkribiert, ihr seht es in den Noten, und ich habe euch die Griffe dazu schön aufgeschrieben und zeige euch das genau, wie die Griffe sind. Ich zeige euch auch, wie ihr den Ansatz verbessert, damit diese High Notes nach oben natürlich rauskommen. Zum Beispiel hier. Ja, High Notes, Flageolett, wie kommt man dann hin? Spezialgriffe. Das zeige ich euch in dem nachfolgenden, jetzt gleich kommenden Video zum Peter Maffays über Siebenbrücken mit diesem legendären Saxophon-Solo von Mick Taylor. Da zeige ich euch genau die Griffe. Ihr habt den Play Along, könnt ihr bestellen, der ist erhältlich. Ihr bekommt natürlich da die Unterweisung. Jetzt den Ansatz auch dazu, man braucht hier einen speziellen Ansatz. Da gibt es also mit den Obertönen den Ansatz dazu. Das zeige ich euch, wird gleich kommen. Zunächst einmal vielen herzlichen Dank für die super 1000 positiven Zuschriften zu meinen Saxophon-Videos. Ich bin ja begeistert, dass diese so gut ankommen, dass ich genau das treffe, was ihr haben wollt, und natürlich, dass ihr das genau mitverfolgen könnt, was ich da so erkläre. Da bin ich sehr froh. Ich bitte euch, schreibt mir immer wieder in die Kommentarbox mit rein. Was habt ihr gern? Was ist gut? Was könnt ihr mir empfehlen, dass ich noch besser machen soll? Welche Lieder habt ihr? Wo habt ihr eure Schwierigkeiten? Also schreibt es mir, ich bin da natürlich darauf angewiesen, mein Repertoire zu erweitern und das alles zu verbessern. Ja, also, und dann der Hinweis, es sind sehr viele Leute da, die auch Späteinsteiger sind, die jetzt mit 50, 60, 70 und 80 noch Saxophon spielen. Viele kommen auch zu mir nach Hause, um sich unterrichten zu lassen. Ich habe jetzt eine Aktion gestartet mit Einzelcoachings. Das heißt, ihr könnt mich dann für ein, zwei Stunden buchen, natürlich bei mir zu Hause. Es ist in der Nähe von Regensburg in Bayern, 60 Kilometer von Nürnberg, 130 Kilometer von München. Mittlerweile waren schon sehr viele Leute hier aus der Schweiz, aus Luxemburg, aus Deutschland, aus Köln, aus Berlin. Also von überall her kommen die Leute und wollen sich in ein oder zwei Tagen mit Einzelcoachings unterrichten lassen. Es geht natürlich auch nur für eine Stunde oder zwei Stunden. Schaut auf meine Website stefan-lammel.de unter Einzelcoachings. Da steht alles Wissenswerte drin. Und natürlich bin ich auch gefragt worden, ob ich wieder eine Aktion starte. Natürlich mache ich das für dieses Jahr und wahrscheinlich auch für nächstes Jahr, eine Aktion mit Saxophon-Workshops. Gerade die Späteinsteiger, gerade auch die ein bisschen improvisieren wollen, die ein bisschen frei spielen wollen. Hauptthema ist immer wieder Verbesserung des Sounds, Verbesserung des Spiels. Da seid ihr auch herzlich animiert, auf meine Seite zu gehen. Ja, die Workshops finden allesamt in einer sehr schönen Umgebung in der Nähe des Altmühltals statt, nämlich in der Nähe von Regensburg. Einfach mal reinschauen. Sind nur Kleingruppen, mache ich. Also ich mache nur den Unterricht für Kleingruppen. Und ich gebe jedem, der daran teilnimmt, auch für 45 Minuten circa auch noch ein Einzelcoaching. Damit also dieses Training wirklich effektiv betrieben wird. Das ist mir ganz wichtig. Also schaut doch einmal rein, wenn ihr daran teilnehmen wollt. Es sind nur mehr vereinzelt Plätze mehr frei. Auch unter www.stefan-lammel.de unter Sax-Workshops einfach mal schauen. Ja, und dann habe ich mittlerweile schon an die 60 Playalongs, die vielleicht euren Geschmack treffen. Wenn ihr die da haben wollt, schaut doch da mal auf meine Website. So, und jetzt soll es losgehen.
mit über 7 Brücken musst du gehen, mit diesen High Notes, mit dem Flageolett. Ich erinnere nochmal. Bis gleich, ciao! Es geht hier um Tenorsaxophon, die Altsaxophone kommen dann später. Es geht hier um Tenorsaxophon von über 7 Brücken. Das Solo von Eddie Taylor, das an, ich glaube, zwischen 97 und 2000 gespielt hat, zu dem Stück Über 7 Brücken von Peter Maffay. Ja, Eddie Taylor war der Saxophonist von Peter Maffay in den Jahren, wo also dieses Lied entstanden ist. Maffay hat es übernommen von der Gruppe Karat. Oh, was für ein Stück besser ist, das ist alles Geschmackssache. Nur Peter Maffay hat aber dieses Saxophon-Solo drin, das Eddie Taylor selber kreiert hat und gespielt hat, das mittlerweile ja jetzt legendär ist, das einige Besonderheiten aufweist. Und die Besonderheiten sind die, dass zwei Flageolett-Töne drin sind, die dann schon das Spreu von Weizen trennen, sage ich mal, die Guten von den wenigen Guten. Die guten Saxophonisten, die können das spielen, weil die wissen die speziellen Griffe, die Spezialgriffe, und die haben das auch, die Obertonreihe, die haben die Obertonreihe geübt und die haben das spezielle Equipment am Saxophon. Der Reihe nach. Erstens, man braucht ein Mundstück, das also schon ein bisschen eine weitere Bahn hat, keine enge Bahn, sondern eine weite Bahn, damit also dieser Ton, diese Töne auch rauskommen. Dann brauche ich ein Blatt, das nicht so leicht ist. Mit leichten Blättern habe ich keine Chance. Es soll schon eine gewisse Ansprache haben. Ich kaufe die Blätter von D'Addario, diese Jazz Select Unfiled. Ich habe ein Mundstück von 120 Bahnweite von Berglasen mit und spiele 2H, also 2 Hart von den D'Addario. Diese Jazz Select D'Addario sind deswegen so gut, weil man sie schön unterteilen kann zwischen 2S, 2M und 2H. 2S ist weniger hart, 2M ist mittel und 2H ist von der Stärke 2 die härtere Variante. Das kann man schön unterteilen und somit kann man auch ein paar ausprobieren, bis dass man an dem richtigen Blatt gelandet ist. Das ist eine Ausprobierfrage. Es soll immer zu seinem eigenen Mundstück passen. Also, das ist das Erste, das Equipment. Das Zweite ist, dass ich die Obertonreihe spielen und geübt habe, damit auch der Ton vollständig gut rauskommt. Was heißt das? Das heißt ganz einfach, dass ich zum Beispiel, ich nehme jetzt die einfachste Variante, den Ton D spiele, ja, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ohne die Oktavklappe. Und dann versuche ich, die Oktave D rauszubekommen, ohne dass ich die Oktavklappe drücke. Ich lasse den Griff so, wie er ist und versuche nur die Oktave rauszubekommen. Dann habe ich nicht nur die Oktave, sondern ich kann weitergehen, alleine durch die Stabilisation von meinen Muskulatur. Komme ich dann zu einer Quinte höher, das ist der nächste Oberton, ist der nächste Oberton, das wäre in dem Fall der Ton A. Und noch einmal höher, dann wäre das noch einmal die Oktave und so weiter und so fort. Das sind die Obertöne. Kann ich mit dem Ton E machen, das kann ich mit dem Ton F machen, mit dem Ton C, mit dem Ton H, mit dem Ton B. Immer diese Obertonreihe schauen, dass ich immer eine Oktave, dann eine Quinte, eine Oktave, dann kommt die Quarte und so weiter und so fort rausbekomme. Immer
mit einer Stabilisierung des Ansatzes. Also das wären die Übungen. Jeden Tag so 5 bis 10 Minuten üben. Außerdem hat es den Vorteil, dass ich dadurch mein Instrument obertonreihmäßig frei blase. Das heißt, das Instrument klingt dann überhaupt viel schöner und viel besser, weil klarer und prägnanter, wenn ich die Obertonreihe übe. So, und dann gibt es die Spezialgriffe und da fangen wir jetzt an mit dem Lied. Das Lied geht los mit Cis und dann kommt E und dann kommt der erste Flageolett G. Das Cis haben wir hier. Leergriff plus Oktavklappe. Dann kommt der Ton E. Das sind diese zwei Palm Keys und unten von den unteren drei Seitenklappen die oberste. Das ist das E. So, und dann kommt der Flageolett-Ton G. Da gibt es mehrere Varianten. Die sicherste Variante ist, wenn ich hier die oberste Klappe spiele, zusätzlich die Oktavklappe, die oberste Klappe plus Oktavklappe und ich nehme noch, immer noch unten. Ja, ich nehme immer noch unten zur Stabilisierung des Tones die Fis-Klappe mit dazu. Also, die oberste plus die Fis-Klappe. Das ist die erste Hürde. Wie kriege ich hin? Ich übe die Oktav, diese Obertonreihe. Dann bin ich beim D und dann versuche ich einfach das G3 dann rauszubekommen nach dieser Obertonreihenübung. Also immer erst die Obertonreihenübung machen, dann versuchen den Flageolettton rauszubekommen. Es kann sein, dass es am Anfang noch nicht so passt, weil ich vielleicht noch nicht das richtige Blatt habe. Es dauert manchmal 3, 4, 5 Wochen, bis dass ich dranbleibe, bis dass ich das raus habe. Das ist halt natürlich schon der fortgeschrittene Saxophonist, der das da rauskriegt. So, dann gehen wir weiter. Cis, He, Cis, H, E, Cis. Cis, H, E, das E wieder die zwei Oktaven, die zwei Seitenklappen und von den untersten drei ist das die oberste. Die untere Reihe, von der rechten Hand die oberste. So, dann kommt der nächste Flageolettton, das ist das A3. Und A3 greift man so, man spielt das D mit Oktav und dann lässt man den Zeigefinger weg. Also, D, Zeigefinger weg, ist dann der gebräuchlichste A3-Ton. Es gibt mehrere Varianten. Ich habe euch das Chartbild noch dazu. Man kann das spielen ohne die drei unten. Man kann das spielen vielleicht nur mit zwei. Man muss da halt probieren, weil es, wie gesagt, von Saxophon, zum Mundstück, zu Blatt verschieden ist. A3, man greift den wie D mit Oktavklappe, also 3 oben, 3 unten, die Oktavklappe und dann den Zeigefinger von der linken Hand weg. Nach dem A kommt das Fis. Das Fis kann man so spielen, dass man das C spielt, hier die oberste Klappe dazu, C, die oberste Klappe, plus den Fis, die Fis-Klappe mit der rechten Hand, vierter Finger. Das ist das Fis. Fis. Und so geht es weiter. Dann kommt wieder das E. Dann kommt das Cis. H, H, Cis. Zweite Zeile. C, Cis, E. Dann das Fis. Das kann ich wieder mit C und das F.
und die Fissklappe wieder. Fiss, cis, ha, a, ha, a, ha, cis, a, fiss. Fiss, a, cis, ha, ha, cis, e. Fiss, a, ha, a, fiss, cis, ha, a. Ich spiele es mal langsam. Solo im langsamen gespielt. Ich habe auch ein Play Along von dem ganzen Stück und da habe ich auch die transkribierten Noten drin mit diesem Solo. Ihr könnt das Play Along auch spielen ohne das Solo, das heißt, ihr spielt dann einfach noch einmal die Melodie. Ja, die Altsaxophonisten tun sich leichter, weil die spielen ja insgesamt eine Quarte tiefer. Und haben somit diese Flageolett-Töne nicht. Ja? Aber man muss auch einmal rangehen, das Saxophon richtig freiblasen mit diesen Oberton rein. Ja? Da habe ich euch die Übungen jetzt vorgemacht. Die Übungen sollte man jeden Tag machen, bevor man zum Spielen anfängt, diese Oberton rein. Ja? Ohne Oktavklappe, dann schauen, dass die Oktav rauskommt. Dann die Quinte, dann kommt nochmal die Oktave und so weiter und so fort. Das wären die Übungen. Ich hoffe, ich habe euch helfen können. Schaut auf meine Website www.stefan-lammel.de. Bei den Playalongs habe ich etliche Sachen drin. Ich sage Tschüss, Servus, bis bald. Ciao.